Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Eine weitere Wanderung hier in Zypern. Das Ganze beginnt etwas abenteuerlich. Ich weiß nicht, wohin mich Komoot geführt hat. Ich parke jetzt einfach mal hier bei so einem leerstehenden Gebäude. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, es wird heute eine wilde Tour. Ich habe die im Internet gefunden, habe sie ein bisschen abgeändert, aber auf dem Weg hierher kam in meiner Playlist ein Rocky-Sound, ne? Eye of the Tiger. Irgendwie will mir jemand da oben was sagen, wie, ich glaube, das wird ein Kampf heute. Es sind, glaube ich, knapp 10 Kilometer. Schauen wir mal, bei wie viel das wir am Ende rauskommen. Und wie immer, der Link unter diesem Video zur kompletten Komoot-Strecke mit allen Bildern. Let's go! Alles noch sehr, sehr unscheinbar, Freunde. Ich bin jetzt hier scheinbar mitten auf einem Schrottplatz. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass hier irgendwie was Spannendes kommen soll. Aber da hinten fahren schon die ganze Zeit diese Touri-Jeeps vorbei. Und wenn die in der Nähe sind, dann gibt es hier auch irgendwo was. Nur die Frage ist, wo? Okay, hier kommt man durch so ein Tor. Und dann ist hier überall Schrott. Und angeblich soll da vorne irgendwo links eine Schlucht sein. Also rechts ist ein Parallelweg. Ups, rechts ist ein Parallelweg. Und links ist eine Schlucht. Und laut Angaben im Internet sind einige in die Schlucht runter. Also sie sind nicht diesen Weg gegangen, sondern hier irgendwo die Schlucht. Okay, das ist der Weg. Da ist die Schlucht. Und da probiere ich jetzt mal runter zu gehen, um unten entlang zu gehen. Gucken, ob das geht. Da ich allein unterwegs bin, will ich ja kein Risiko eingehen, aber Leute, was zum Geier ist das? Ist kein gutes Zeichen. Hey. Okay, Freunde, die Kulisse ist sehr, sehr geil. Und laut den Vorgängern von mir ist da irgendwo der Einstieg. Also da könnte es runtergehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich alleine bin, gehe ich auf absolute Nummersicherheit. Nummersicher. Gucken wir mal, ich melde mich gleich nochmal. Von hier oben bin ich runtergekommen. Das war relativ einfach. Das hier ist die Schlucht. Ich frage mich jetzt natürlich nur, wie ich da durchkommen soll. Vielleicht muss ich wieder hoch. ja, gucken wir mal. Aber ich bin ja erprobt von meiner letzten Tour. Aber ich glaube, da geht es nicht durch. Das hat schon mal geklappt. Jetzt gucken wir mal weiter. Das ist schon sehr, sehr geil. Und ich sag's euch ganz ehrlich, sehr angenehm zu gehen. Ich würde mich natürlich wohler fühlen, wenn noch ein paar Leute mit am Start wären. Weil du weißt halt nie, ne? Ich meine, was im Moment kann nichts passieren, außer dass du dir vielleicht den Knöchel umknackst. Das geht dann noch. Aber hier die Schlucht da oben, ja, das ist schon heftig. Ich bin mal gespannt, ob ich hier weiterkomme. Also, ja, keine Ahnung, ob zeitlich auch ein Weg wieder hochgehen würde. Aber auf jeden Fall ist es eine traumhafte Kulisse. Wahnsinn. Mir ist warm und ich trage trotzdem eine Wollmütze. Es hat ja was mit der Sonne zu tun. Ich habe meine andere Kopfbedeckung vergessen. Leute, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Avakas-Schlucht war zum Teil schwieriger zu durchschreiten. Aber da waren halt permanent andere Leute. Und hier ist es auch so, ich denke so, da geht es jetzt nicht weiter, aber irgendwie findet man dann doch einen Weg dran vorbei. Und ich bin nach wie vor gespannt, wie weit ich komme. Man muss ja schon ein bisschen klettern, aber bisher würde ich sogar sagen, das schafft man sogar mit Kids. Ne? Also alles noch sehr, sehr entspannt. Okay. Ah. Also, da musste man jetzt durch, sonst wäre ich wahrscheinlich nass geworden. Also wieder sehr, sehr knapp gewesen. Gerade eben dachte ich noch, hier geht es nicht weiter. Hoho. Es geht wirklich so langsam voran. Also während meiner Bundeswehrzeit mit den Kampfstiefeln wäre ich ja einfach durchs Wasser gestampft. Scheiß drauf, dann wird man halt nass. Aber damit warte ich mal noch mit dem Move.
solange ich noch Wege finde. So, das meine ich. Vorne ist jetzt Wasser und jetzt geht es hier irgendwo durch. Ich habe auch ein bisschen Respekt hier vor dem Schlamm. Da bin ich nämlich vor ein paar Tagen tief eingesunken. Da geht es jetzt drüber. Ich nehme euch jetzt einfach mal in Echtzeit mit in so eine Challenge. Also, nicht mal kniehoch. Option 1, einfach durchstampfen. Scheiß drauf, Wetter passt eh. Option 2, hier mal gucken. Hey, und diese... Nee. Nee. Okay. Ich glaube, Option 2... Oh, da hinten rum könnte was gehen. Ey, nee, oder? Ey, das sind, hier sind überall diese Dornendinger. Okay. Ich meine, ich habe ein zweites Paar Socken dabei, ne? So ist es nicht. Ich meine, dann wäre das Thema überwiegend gegessen, ne? Hier, mit rummachen. Also gut. Scheiß drauf. Geh mal durchs Wasser. Ich wollte es eigentlich vermeiden, hier mit nassen Schuhen rumzulaufen. Aber ist ja jetzt nicht mein erstes Mal. Und ganz ehrlich, jetzt komme ich wenigstens schneller voran, weil meine Apple Watch hat mir schon zwischenzeitlich angezeigt, dass ich eine Pause mache. Was für eine Pause, Mann? Hier geht's halt langsam voran. Ja. So, jetzt habe ich mir einiges erspart, ne? Ja, ich glaube, die Schuhe laufen sich später wieder trocken. Aber was willst du machen hier, bevor ich da jetzt ewig rummache? Außerdem haben wir gute Temperaturen. So, weiter geht's. Also... Laut Komoot bin ich noch nicht mal bei der Hälfte der Schlucht. Aber jetzt, wo ich ein bisschen zügiger vorankomme, schauen wir mal, wie schnell es vorwärts geht. Ja, die Sonne ballert. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin ein bisschen empfindlich hier mit Sonne. Deswegen Kopfhaut schützen und immer eincremen. Ja, Freunde, jetzt ist Schluss. Keine Chance, da durchzukommen. Keine Chance, da durchzukommen. Obenrum riskiere ich nicht, weil ich alleine bin. Ist es mir nicht wert. Und das war schon hart, hier durchzukommen. Das heißt, ich gehe den kompletten Weg wieder zurück, schaue, dass ich irgendwo nach oben komme und gehe oben entlang. Schade, aber wie gesagt, ich bin allein unterwegs und riskiere hier gar nichts. Ja, fühlt sich irgendwie kacke an, den ganzen Weg wieder zurückzugehen. Hat so etwas von aufgeben. Und früher hätte ich es vielleicht durchgezogen. Aber meine Family will es auch nicht wollen. Und das ist ja so ein Ego-Ding, ne? Ich gehe jetzt weiter, ich schaffe das. Und Unfälle passieren ja nie, weil man sich unsicher fühlt, sondern eher, weil man sich sicher fühlt. Und deswegen, das Risiko ist es mir nicht wert. Ich gehe jetzt wieder zurück, muss irgendwie da hochkommen und dann gehe ich oben entlang. Könnt ihr sie sehen, die Ziege da oben? Ich komme gleich, alles gut. Mir geht's gut. Ja, alles gut. So, eine Challenge habe ich jetzt noch. Hier kam ich runter, aber geht es hier auch hoch durch den Dreck? Weil das sieht mir sehr, sehr steil aus. Aber ich bin froh, wenn ich raus bin, ganz ehrlich. Boah, da geht das schon. Ich bin ja keine Ziege. Ja, doch, das geht. Puh, Alter, dieser Moment, wenn du schon eine geschlagene Stunde unterwegs bist, der Schuh in Wasser steht und du einfach noch gar nichts zurückgelegt hast. 6,5 Kilometer habe ich noch. Boah. Ja. Okay. Im Schuh ist schon mal auf jeden Fall kein Wasser. Ich chill mich jetzt erstmal hier hin. Ich gönn mir einen Riegel, einen kleinen Drink. Und wenn ich dann einigermaßen trocken bin, geht's weiter. Jawohl. So, nach einer kurzen Pause. So richtig trocken sind die Schuhe nicht geworden, natürlich nicht. Und die Socken auch nicht, aber jetzt geht es trotzdem noch knapp 7 Kilometer weiter. Die trocknen schon unterwegs. Und das ist der eigentliche Weg. Ja,
Trainingsring geschlossen. Danke. Hey Ziegen, ich mache euch nichts. Krass, eine ganze Family oder was? Da hinten steht auch einer. Hallo. Also es ist ein echt schöner Weg. Jetzt gerade waren es die Ziegen, die rennen da hinten irgendwo. Und jetzt sehe ich da vorne. Boah, wie viele Schafe sind das? 100? Also die Strecke ist trotzdem schön, ne? Auch wenn es jetzt keine Schlucht ist. Mal gucken, ob ich mit denen kommunizieren kann. Weil ich habe ja früher in der Schule habe ich Schafisch gelernt. Hat man als, wie heißt das? Schafisch, EKG hätte ich was gesagt, KG. Ja, diese Extrakurse, die man, Schaf-AG, genau. Mann, pass auf, ich habe jetzt gesagt, geht mal ein bisschen zurück. Achtung. Was ein schöner Weg, ne? Also krass. Richtig schöne Gegend hier. So, ich nehme euch jetzt einmal nochmal mit, wie die Schlucht von oben ausgesehen hätte. Einfach nur mal Finger in die Wunde. Ich habe keine Ahnung, ob man da vorne überhaupt was sehen kann. Ich habe auch keine Ahnung, ob ihr alles versteht, weil der Wind hier geht. Aber ich würde schon gerne nochmal da vorne so einen Blick nach unten in die Schlucht werfen. Schauen wir mal, ob wir da was sehen. Auch hier will ich natürlich nicht zu weit vor. Nichts riskieren. Das ist immer so, wenn man allein unterwegs ist. Ne? Das ist immer irgendwie. Boah, das geht nur ein ganzes Stück. Ich melde mich gleich nochmal. Da unten ist hier die Schlucht. Oh, keine Ahnung, ob man das erkennen kann. Ah, das Wasser sieht nicht so tief aus. Hätte ich weitergehen können? Scheiß drauf. Ich bin jetzt bei der Hälfte angekommen, habe etwas mehr als 4 Kilometer zurückgelegt. Mit der Aktion Schlucht vor und zurück natürlich. Und habe jetzt noch gute 4 Kilometer vor mir. Sagen wir so, es ist eine schöne Strecke. Also im Sommer könnte die Strecke richtig hart werden, weil du halt keinen Schatten hast. Im Moment weht ein frischer Wind, deswegen habe ich jetzt auch die lange Sachen an. Also aktuelle Temperatur, Weltklasse. Super angenehm. Im Sommer könnte ich mir das echt hart vorstellen, weil du, wie gesagt, kaum Schatten hast. Es kommen gerade so geile Erinnerungen hoch. Früher, als ich bei der Bundeswehr war, war eine Hilfsorientierung immer Hochspannungsleitungen. Immer wenn ich die gesehen habe, habe ich gedacht, geil. Okay, einfach danach und dann kommen wir bald an einen sicheren Ort. Hat mich gerade dran erinnert. Also ich bin nicht so weit im Outback. Die führen irgendwo hin. So, vielleicht hier noch ein kleiner Einblick von der Tour. Das kommt auf Bildern immer gar nicht so geil immer rüber. Also das ist jetzt auch eine sehr schöne Ecke. Ne, mit diesem Grünzeug und so weiter. Ich bin jetzt natürlich auch so ein bisschen verwöhnt von Zypern. Ne? Von so Schluchten und alles. Aber das ist halt einfach ein bisschen anders. Und ich genieße gerade die Tour. Ne? Ich habe auch kein Hörbuch auf den Ohren oder wie auch immer. Ne, also macht Spaß. Ist eine schöne Strecke. Boah, ich habe echt keine Lust mehr auf irgendwelche Abenteuer. Also hier ist so ein aufgerissener Zaun. Und Komoot sagt aber, ich muss hier außen rum. Jetzt geht's hier aber auch nicht durch, hier mit dem Gebüsch. Soll ich jetzt da rein? Wie komme ich wieder raus? Ah, was mache ich? Ich gehe hier rechts lang, ist mir egal. Ich habe keinen Bock mehr auf Abenteuer. Ich schlängel mich da durch, zwischen die Büsche. Irgendwie wälze ich mich da durch. Ah, oh, ne, guckt euch das an. Wollt ihr mich verarschen? Ah, ah. Ey, ich kann da, ey, ich muss. Alter,
wie bei der Bundeswehr, tiefste Gangart, gleiten. Boah, Alter. Wäre da auch ein Weg gewesen? Ach, keine Ahnung. Ja, na toll. Das kannst du mal voll verhacken, dass ich mich da jetzt unten durchstränge. Hey, und wer hat eigentlich diese komischen Stacheldinger hier gepflanzt? Ey, was sind das für komische Gewächse, die so stacheln? Das sind wie Dornenbüsche. Ey, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Was zum Geier ist das? Die kratzen und packen mich schon die ganze Zeit. Ich muss es irgendwo anders hin. Hey Leute, ich glaube, ich fantasiere schon. Ich habe eben voll das komische Geräusch gehört, so ein Schnauben, wie von so einem Pferd. Aber hier kann ja kein Pferd sein, so. Und dann habe ich so Fußabdrücke gesehen, die sahen aus wie ein Saurier. Und jetzt sehe ich diesen niedergetrampelten Zaun hier. Ey, wo bin ich? Jurassic Park oder was? So sieht es da unten aber aus, ey. Alter. Jetzt wird es nochmal spannend. Also Komoot schlägt mir als sichere Strecke hier jetzt links vor und ganz da oben rum zum Auto. Ich sehe aber auch geradeaus einen Dreckweg und Komoot sagt aber auch, hey, du kannst hier durch diese Schlucht gehen, also hier rechts. Dann ist es deutlich kürzer. Also hier irgendwo durch und das kannst du mal voll verhacken. Ich hab gelernt! Die Frage ist jetzt, gehe ich da hoch oder halte ich mich an den Weg? Komm, wir riskieren noch mal was. Ich gehe da hoch. So. Nichts war's mit Risiko. Das war der Weg, den ich hätte gehen müssen. Also, heute kein Risiko mehr. Hallöchen. Fußspuren. Relativ frisch. Wo bist du, Ziege? Komm zu Papi. Leck mich am Arsch. Da kommt jetzt noch mal hinten raus eine Anhöhe. Die ist richtig tough. Richtig gut. Jetzt habe ich hier wohl einen kleinen Abstecher erwischt. In ein Dorf oder durch ein Dorf. Und das erinnert mich jetzt stark an den Jakobsweg. Das waren schöne Zeiten, wenn du so durch die Dörfer läufst. Das erinnert mich gerade daran. Geil. Das sieht schön aus. Aber jetzt geht es gleich wieder raus. Offene Fläche. Ey, ich habe eben in diesem Dorf... Ja, meine Apple Watch labert gerade dazwischen. Ich habe gerade in diesem Dorf eine Person getroffen. Ey, die sah aus wie dieser... Wie heißt der? Zlatan Ibrahimovic. Und der hat so eine hübsche Frau dabei gehabt. Ich muss jetzt erstmal googeln, nochmal wie der aussah. Ey, der sah original so aus. Aber es kann doch nicht sein, dass der in Zypern ist. Also der, und vor allen Dingen, dass er mir mitten in der Pampa über den Weg läuft. Aber der sah original so aus. Ich muss später mal googeln, ob ich was rausfinde, ob der gerade in Zypern ist. Das wär's ja. Da vorne die Straße entlang, rechts außenrum, dann komme ich an. Ein Abenteuer gehe ich noch ein und guck mal, ob es hier eine Abkürzung gibt. Einmal riskieren wir noch ein bisschen was. Come on! Okay, das war jetzt nur eine Mini-Abkürzung. Und ich würde sagen, ich beende auch an der Stelle den Vlog, weil da vorne ist der Parkplatz. Der Parkplatz. Also, die Tour kann ich definitiv empfehlen. Für mich war es ein großes Abenteuer. Es war definitiv eine Erfahrung, die ich mitnehme eine Weile. Wenn ihr die Tour geht, schaut euch auf jeden Fall die Schlucht an. Ansonsten weiß ich auch nicht. Einfach nur die Tour alleine, aber die Schlucht auf jeden Fall anschauen. Und wer weiß, zu einer anderen Jahreszeit, wenn vielleicht weniger Wasser drin ist, könnt ihr die vielleicht sogar ganz durchgehen. Aber die Schlucht ist es definitiv wert, mal hinzufahren. Und selbst wenn ihr da nur eine halbe, dreiviertel Stunde verbringt, wahrscheinlich könnt ihr da auch sogar baden im Sommer. Also da stelle ich mir es schon richtig cool vor. Von dem her, meine Empfehlung habt ihr. Das war ein kleiner Einblick. Ich bin jetzt auch schon da. Ich war jetzt knapp 3 Stunden unterwegs. Ich schätze mal, es waren 8 Kilometer oder so. Also ganz vernünftig. Und ja, das Schöne ist halt, die Schuhe sind jetzt schön.
sauber. Ich habe die nämlich die letzten Tage nicht richtig sauber bekommen von der Sumpfaktion. Jetzt sind sie sauber, jetzt müssen sie nur noch trocken werden. Und dann passt das. In diesem Sinne. Und ich sehe gerade, mein Auto steht auch noch. Ja, perfekt. Bis dann. Nachbrenner habe ich noch. Ich will euch nicht anlügen. Meine andere Kopfbedeckung, mein Bandana, war die ganze Zeit im Rucksack. Und ich depp renn mit der Wollmütze rum.